Herzlich willkommen bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Wir steuern langsam aber sicher auf Saisonende zu, nach einer sehr erfolgreichen Saison, die sich definitiv sehen lassen kann. Heute bei mir zu Gast Max Maderlik, Chef von Krone TV, und du warst jahrelang mittendrin statt nur dabei in der Welt des Wintersports. Was sagst du jetzt nach so einer Saison? Erstens einmal waren es sehr, sehr schöne Jahre und zweitens noch eine viel schönere Saison. Also ehrlich gesagt, ich glaube, es hätte keiner so wirklich damit gerechnet, was wir da heuer alles gewonnen haben. Aber ja, Hut ab vom ÖSV in diesem Fall, die haben richtig gut gearbeitet. Nordische Ski-WM war ja auch richtig erfolgreich. Hättest du da damit gerechnet, dass wir so viele... Schon gar nicht, waren? Ehrlich gesagt. Ja, am allerwenigsten damit. Liegt jetzt auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Nordischen, dass man die nicht so ganz mitverfolgt, auch wie die Alpinen. Ja? Die haben nicht den Fokus auf sich, wie es vielleicht die Abfahrer oder die Slalomfahrer haben. Deswegen weiß man ein bisschen weniger über die. Also eine Lampater kannten viele noch nicht vor der Saison. Ja? Jetzt kennen ihn alle und ich liebe diese Szenen bei den nordischen Bewerben. Also wenn es da Richtung Ziel geht und Österreich eine Medaille macht, da ist die Stimmung immer so genial. Ich liebe es. Ich war auch ein paar Mal dabei, habe das auch miterlebt am Holmenkollen, am legendären zum Beispiel in Oslo. Das ist schon großartig. Das ist nochmal eine ganz andere Stimmung, weil die nicht so schnell ins Ziel fahren meistens wie die Skifahrer. Da kann man nur kurz jubeln und aufschreien. Bei den Nordischen ist es dann, gerade wenn die per Langlaufski ins Ziel rasen, baut sich so eine schöne Stimmung auf. Das ist schon was Besonderes. 7 Medaillen haben wir uns insgesamt bei der Nordischen Ski-WM geholt und sind damit hinter Norwegen die zweiterfolgreichste Nation bei der Nordischen Ski-WM gewesen. Und das mit 4 Goldmedaillen. Eine davon hat sich auch Stefan Kraft geholt und das nach einer für ihn eher schwierigen Saison. Höchste Zeit, dass wir ihn in unserer Rubrik One Star, One Minute vorstellen. Ich bin der Stefan Kraft, bin 27 Jahre alt, komme aus dem Salzburger Land, aus Schwarzach und bin Skispringer. Ich bin Skispringer, weil das einfach die geilste Sportart ist. Der erste Skisprungerfolg als Kind für mich war ein Stockerlplatz bei der Kinder-Vierschanzentournee. Jawohl! Woo! Der beste Tag für mich ist, wenn ich nach einem schönen Skisprungtag die österreichische Hymne ganz oben her und hinterher noch eine gute Lasagne und einen Kaiserschmarrn kriege. Die Österreicher sind die besten Fans, weil sie einfach eine mega Stimmung machen und immer für riesige Partys sind. Meine Ziele für die kommende Saison sind, wieder ganz, ganz vorn dabei, einer der besten Skispringer zu sein und in die Gesamtwertungen um die Podestplätze zu kämpfen. Ja! Es war die zweiterfolgreichste nordische Ski-WM der Geschichte Österreichs. Was sagst du jetzt so im Nachhinein zu dem und was hättest du dir im Vorhinein erwartet? Du hast vorher schon gesagt, mit dem hast du nicht gerechnet, aber was hast du geglaubt? Überhaupt nicht. Ich hätte mir eher gedacht, wieder ein bisschen mau werden und vielleicht der Kraft. Ja. Auch der war nicht so, dass man gesagt hätte, der holt auf jeden Fall eine Medaille, geschweige denn Gold. Ja. Man weiß schon bei den Teambewerben und so, dass man da immer zu den Medaillenkandidaten gehören. Aber wenn das nur waren, wären 2 Silberne, eine Bronze oder so, hätten wir uns auch nicht groß beschweren können, ehrlich gesagt. Ja, dass das so ein Medaillenregen wird, damit konnte man nicht rechnen. Allerdings, womit man schon immer rechnen kann, wenn es so gut losgeht wie bei dieser WM, das, ich weiß nicht warum, das ist die Magie des Sports, ja. Dann ist die Chance sehr hoch, dass man beim nächsten Rennen wieder nicht knapp Vierter wird, sondern eher knapp Gold statt Silber gewinnt oder so. Ja. Das ist das Gesetz der Serie im Sport. Wenn es läuft, dann läuft es. Obwohl ich jetzt einen Euro ins Phrasenschwein werfen muss, aber es ist leider so. Ja. Das war ein bisschen auch so bei der Ski-WM in Cortina. Genau. Wir haben ja auch beim Biathlon zum ersten Mal Gold bei den Damen geholt. Also es war generell ein Aufschwung irgendwie da zu erkennen in Österreich. Ja, und Kim auch so wichtig in der Phase, weil man darf eins nicht vergessen, die Kids draußen machen immer weniger Sport. Ich merke es auch bei meiner Tochter, die ist gerade 10, ja. Die ganzen Turnkurse und so weiter, das findet ja alles nicht statt seit einem Jahr. Umso wichtiger, wenn die Vorbilder mit Medaillen um den Hals von den Titelblättern der Zeitungen lachen, weil das motiviert die Kids dann wieder etwas zu tun und das ist so entscheidend, wir unterschätzen das alle oft ein bisschen. Ja. Ich mag diese Phrase, wie Zeiten wie diesen jetzt nicht aussprechen, aber in einer Phase, wo viel weniger Bewegung in der Bevölkerung stattfindet, ist es umso wichtiger, dass unsere Aushängeschilder was gewinnen. Zumal ich glaube, dass wir jetzt sicher ein Loch aufgerissen haben in vielen Sportarten, weil wir jahrelang nichts machen konnten. Sehr viele Profisportler auch wenig trainieren konnten. Und die Nachbarländer haben da überhaupt keine Pause gemacht in diesem Bereich. Also da hat uns
die Regierung auch einiges reinpfuscht im Sport. Das werden wir vielleicht nicht nächstes Jahr spüren, aber wir werden es spüren. Mhm. Ja. Welche von den 4 Goldmedaillen, die alle sehr motivierend waren, sich auch für die Jungen, die zugeschaut haben, war denn jetzt die überraschendste oder die erfolgreichste für dich? Jede ist erfolgreich. Also Gold ist Gold, da geht nichts drüber. Ja. Ehrlich gesagt, natürlich werden jetzt alle sich erwarten, dass man sagt, dass wir mit dem Lampard-Tag gefeiert haben. Haben wir natürlich auch. Ja. Mich jetzt beim Stefan Kraft ganz besonders gefreut. Warum? Mhm. Weil die Skispringer das wirklich nicht leicht hatten in letzter Zeit. Und ich weiß, an wem die gemessen werden. Die werden gemessen an einem überragenden Thomas Morgenstern, an einem Gregor Schlierenzauer in der früheren Form. Die werden an Andy Kofler gemessen. Da waren einfach Leute damals dabei, wie ein Martin Koch, ja, die heute absolute internationale Superstars wären. Ja. Er war es damals zwar auch, aber war in Österreich der 4. erfolgreichste, 5. erfolgreichste phasenweise. Ein Wolfi Leutzl, vergessen wir den nicht. Und die haben die alle immer im Nacken sitzen, egal was die machen. Ja. Mhm. Jeder vergleicht die. Also wenn ein Skispringer guter 9. wird, ja, dann fangen wir uns alle zum Gähnen an. Ja. Das ist so, interessiert keinen, der muss gewinnen. Ja. Und umso mehr habe ich mich für den Stefan Kraft gefreut, weil ich weiß, dass der auch kein einfaches Jahr gehabt hat. Und ja, dann hat er dort zugeschlagen und da sieht man halt, was er für ein Killer auf der Schanze ist. Ja. Sehr verdient, wir haben uns alle sehr mitgefreut und du hast ihn vorher auch schon angesprochen, mitgefreut haben wir uns auch mit Johannes Lampater. Gerade jetzt nach dem Karriereende von Bernie Gruber, kann er in die Fußstapfen da ein bisschen auch reintreten? Na, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe den Bernie Gruber auch schon live gewinnen gesehen. Der war eine absolute Rampensau auch beim Feiern. Das haben alle geliebt an ihm. Schön auch, dass er jetzt doch gesund in ein Karriereende gehen kann. Das haben ihm, glaube ich, alle sehr gewünscht. Aber der Johannes Lampater ist sicher ein Star der Zukunft. Ja. Ich muss gestehen, ich habe den einfach bis vor kurzem noch gar nicht am Radar gehabt. Ich habe damit nicht gerechnet, dass der so ein Star werden kann in aller Kürze. Natürlich, ein Vorteil und ein Nachteil ist, dass die Saison bald vorbei ist. Jetzt, vielleicht kann er es jetzt direkt danach noch belegen, diese Erfolge. Wenn nicht, muss er halt nächstes Jahr schon zeigen, dass das keine Eintagsfliege war, diese Erfolge. Wie es ihm zurück zu Hause geht, dem frisch gebackenen Weltmeister, und was man sich da so gönnt, wenn man als frisch gebackener Weltmeister zurück nach Hause kommt, das haben uns Johannes Lampater und Lukas Kreiderer erzählt. Trotz der Umstände halt, dass von daheim keine Zuschauer kennen und dass wir da echt voll in der Bubble waren und keine Zuschauer, war es eigentlich trotzdem eine ziemlich coole WM, weil das ganze Teamgefüge einfach so mega war und wir haben einfach so eine volle Gaudi gehabt und eben gleich mit dem Teambewerb, wo wir noch die erste Medaille gemacht haben, ist noch so richtig ein Stein ins Rollen gekommen und wo wir uns einfach gegenseitig gepusht haben und so wie es ausschaut, sind dann noch 2 Goldene dazu gekommen. Der Teambewerb war nur der Anfang. Der Johannes hat dann nachgelegt auf der Großschanze. Ja, Johannes, wie war das Gefühl für dich, erstmalig Weltmeister bei den Großen zu werden? Ja, war natürlich ein sehr, sehr cooles Gefühl. War ein richtiger cooler Tag. Hab da ja, die Ehre gehabt, sozusagen mich Weltmeister rennen zu dürfen. Ja, war mega, mega cool und hat so viel Spaß gemacht. Und dann gemeinsam noch am Samstag, gemeinsam mit Lucky, Teamweltmeister zu werden im Teamsprint. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und können auf alle Fälle sehr stolz sein auf unsere Leistung, was wir da jetzt abgerufen haben. Genau, es ist noch nicht ganz so real, dass ich eigentlich jetzt halt Weltmeister bin. Jetzt bist du bei den Großen. Bin ich bei den Großen. Ihr seid jetzt wieder zurück in der Heimat, wie man sieht. Im Hintergrund fließt der Inn da. Was hat es für eine Begrüßung für euch gegeben jetzt zu Hause heute? Ja, war schon. Kleiner Empfang war natürlich schon mit Familie und den engsten Bekannten. Jetzt ein Mozart-Auflauf war natürlich nicht, weil das kann man ja zurzeit nicht machen, aber war trotzdem cool, dass sich da so viele Leute auch mitfreien, die was dann auch schreiben, und hoffen wir, dass wir da im Sommer mal das nachholen können. Ja genau, bei mir war es eigentlich genau ähnlich, also einfach die Familien, die engsten Freunde waren da und haben da gemeinsam einfach ja, nochmal mich empfangen und haben gemeinsam jetzt einen Kaffee und einen Kuchen gespeist, sage ich mal, und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, dann herzliche Gratulation und viel Erfolg noch für den letzten Wettkampf dieses Jahr in Klingenthal. Dankeschön. Danke. Kaffee und Kuchen gönnt man sich also, aber was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Bierchen nach der Siegerehrung. Und das musste sich Johannes Lampater besonders hart erarbeiten. Warte mal.
Ja, zwei Daumen noch. Jawohl! Ja! In Saalbach haben unsere Speedherren letztes Wochenende Station gemacht und das mit Erfolg. Vincent Kriechmeier hat sich den Sieg in der Abfahrt vor Beat Voits und Matthias Meyer gesichert und am Tag darauf im Super-G hat Marco Odermatt Platz 1 geholt. Vince Kriechmeier ist auf Rang 3 gelandet. Wir haben die besten Bilder vom Heimweltcup mitgebracht. Der Showdown im Kampf um die beiden kleinen Kristallkugeln, der erfolgt also beim Weltcup-Finale in Lenzerheide. Bevor es im spannenden Finale für Beat Voits um Platz 1 bei der Abfahrt geht, haben wir ihn gefragt, was er über seinen Konkurrenten Matthias Meyer und über den Super-G-Führenden Vincent Kriechmeier sagt. Ja, cooler Typ. Wir kennen uns natürlich schon, keine Ahnung, 10 Jahre oder noch länger wahrscheinlich. Und ein super Skifahrer, schon von jung weg eigentlich. Ein cooler Typ, mit dem kann man es auch lustig haben, nicht nur auf der Skipiste, sondern auch neben der Skipiste, mal ein Tennisduell oder so. Und deshalb, ich mag ihn und deshalb ist es auch schön, mit ihm oder gegen ihn Rennen zu bestreiten. Ja, Vince ist der Vince, wenn es darauf ankommt, wo er vielleicht früher ein bisschen geschwächelt hat, dann ist jetzt seine Stärke geworden. Also immer wenn es um die Wurst geht, dann ist er auf einmal ganz stark, so wie bei der WM und das ist sicher auch sehr eindrücklich. Wenn man Beat Voits also beim Sprechen zuhört über seine Kollegen und einfach auch so, wie er drauf ist, hat man das Gefühl, das sind richtig lässige Typen. Du warst mit denen viel unterwegs. Sind sie wirklich so cool? Naja, ich würde sagen, es gibt solche und solche, wie immer im Leben. Also es ist so, es gibt schon die eher faderen Typen, die vor allem sich aufs Training fokussieren und sonst siehst sie wenig. Und dann gibt es die Lustigeren. Und ich würde sagen, im Skizirkus gibt es außergewöhnlich viel lustiger. Mhm. Und der Beat Voits ist sicher einer von denen, mit dem man viel Spaß haben kann. Man darf nicht vergessen, die sind das ganze Jahr zusammen unterwegs. Die verbringen mehr Zeit miteinander als mit so manchen Familienmitgliedern wahrscheinlich. Und die respektieren sich wahnsinnig. Die haben alle ihr Leben bislang dem Sport untergeordnet, alles geopfert dafür, dass sie dort sind, wo sie jetzt stehen. Und das schätzen sie an sich gegenseitig. Ja. Und ich glaube, das sind alles auch richtig gute Freunde. Ja. Wir schauen zurück auf den Heimweltcup in Saalbach, wo sich Vince Kriechmeier Platz 1 bei der Abfahrt geholt hat, Platz 3 beim Super-G. Glaubst du, hätte er sich mehr gefreut über Platz 1 beim Super-G? Na, prinzipiell nicht. Ja. Ich glaube, Abfahrtsieg wäre genauso schön wie ein Super-G-Sieg, wenn nicht ein bisschen schöner. Aber in dem speziellen Fall jetzt ja, natürlich, weil er die kleine Kristallkugel damit schon fix gehabt hätte. Aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht gestresst. Also der hat noch, das geht sich aus, der wird das gewinnen, meiner Meinung nach. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, darf er nur, also wenn er 15er wird, kann der Odermatt sogar gewinnen und der Vince holt sich die Kristallkugel. Das wird aber alles nicht passieren, ich glaube ich nicht. Ich glaube, der Vince wird da auch locker unter die Top 5 wieder fahren, obwohl es jetzt ein bisschen hochnäsig klingt, aber der hat einfach eine Bombenform, der bringt das heim. Ja. Kleine Kristallkugel im Super-G ist uns also sicher, würdest du sagen? Gehe ich davon aus. Ja, es ist ein bisschen, ich sage ein bisschen hochnäsig ist es, ja. Aber bei dem habe ich einfach das Gefühl, da brennt nichts an. Der ist in so einer Bombenform bestechend drauf und hat auch das richtige Selbstvertrauen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und der Herr Odermatt muss auch einmal was ins Ziel bringen, erst beim letzten Rennen. Insofern hätte ich viel Geld, würde ich es drauf verwetten. Ja. Es wäre die erste Super-G-Kristallkugel seit 2008 von Hannes Reichelt. Wäre für Österreich schon schön. Balsam für die Seele, Balsam für Österreich. Super-G ist für uns was ganz Besonderes. Mhm. Vielleicht im Vergleich zu den anderen Nationen ist uns der Super-G, liegt uns am meisten am Herzen. Warum? Weil wir da einen gewissen Hermann Mayer gehabt haben, der da alles in Grund und Boden gefahren ist. Und deswegen, ja, wäre urschön. Mhm. Matthias Mayer könnte die Abfahrtskugel auch noch für sich entscheiden. Er hat ein paar Punkte Rückstand auf Beat Voits. Was sagst du, schafft er das dann in der Abfahrt? Oder eher, sagst du das jetzt eher
beim Beard Falls. Dass die ich hoffe, der Model liegt. Schaut uns nicht zu. Ich glaube es nicht persönlich. Ja. Ich werde auch sagen, warum. Ich habe nicht so das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe bei ihm das Gefühl, dass ihm irgendwas die letzten Wochen, Monate ein bisschen gefehlt hat zum allerletzten Schritt. Der ist natürlich großartig, brauchen wir nicht reden. Der fährt aufs Podium, ja. Der ist richtig gut unterwegs. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihm, vielleicht ist es ein Material, ich weiß es nicht. Ja. Also ich weiß wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, so, der ist nicht voll im Reinen. Ja. Natürlich kann es passieren, dass er das noch holt. Ja. Aber ich habe halt im Moment, sagt mir mein Bauch, dass der Beard Falls ein bisschen besser drauf ist. Also die geht dann an den Beard Falls, sagen wir jetzt mal hoffentlich voraus. Nicht, hoffentlich ja. nicht. Wir ja. hoffen natürlich trotzdem, dass der Matthias Mayer geht. Er ist ja auch Vierter im Gesamtweltcup und hat vor kurzem ein Interview gegeben, dass er mehr Rennen von zu Hause aus gesehen hat, als er selbst gefahren ist, bezogen auf die vielen Technikrennen. Es gibt diese Saison insgesamt 22 Technikbewerbe, im Gegensatz dazu nur 16 Speedbewerbe. Hat man jetzt als Speedfahrer überhaupt eine realistische Möglichkeit, um die große Kristallkugel mitzufahren? Als reiner Speedfahrer wird es schwer werden, aber ehrlich gesagt ist das jetzt auch nicht so neu. Ja. Das muss man einerseits sagen, andererseits verstehe ich immer den Frust der einzelnen Fahrer natürlich schon auch, ja, weil der Matthias Mayer hat über die ganze Saison hinweg natürlich eine wahnsinnig konstante Leistung gebracht. Ja. Und viel weiter vor ist einfach schwierig zu kommen als reiner Speedfahrer. Und ich kenne andererseits auch die Klagen der Slalomfahrer zum Beispiel, dass die ihre Rennen immer so gepackt haben und davor und danach ist nichts. Und wenn du in dem Monat nicht ganz fit bist, in den heißen 6 Wochen, die sie haben, dann hast du es auch ganz schwer. Und wenn du dann 2 Rennen ausfallst, also die haben auch immer genug Gründe, um besorgt oder aufgeregt zu sein. Ich glaube, dass man das auch nicht allzu hoch jetzt bewerten muss. Ich glaube, der Matthias Mayer hat sich auf einmal geärgert, ist das gefragt worden. Und das war es auch schon wieder, jetzt geht es weiter. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Du hast gerade auch Technik angesprochen. Marco Schwarz, der kann am Wochenende in Kranjska-Gora schon ein Rennen vor Schluss die Slalom-Kristallkugel fixieren. Im Riesentorlauf wird es eher schwierig, aber dann haben wir alle Kristallkugeln besprochen. Holt die der Marco Schwarz? Ja, glaube ich auch. Ja. Schon, oder? Und das ist jetzt leider in Corona-Zeiten auch nicht möglich. Kranjska-Gora war auch immer ein sehr guter Ort, um zu feiern für die Skifahrer. Da war immer einiges los. Wer schon mal dort war, ist eine coole kleine Ortschaft direkt hinter der Kärntner Grenze, auch mit einem Casino. Da ist immer ein bisschen was los. Und das ist natürlich heuer nicht der Fall, dass dort irgendwie große Feiern geben wird. Aber eigentlich glaube ich ja, dass wir das wieder machen. Das war immer ein Hang, der den Österreichern extrem gut gelegen ist. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht zu warm wird. Ja, es ist dort recht hoch, also das könnte schon sein, dass es eher kühler ist. Wenn es kühler bleibt, mache ich mir gar keine Sorgen. Wir haben in Kranjska-Gora auch schon Rennen erlebt, die dann immer hart an der Grenze waren, weil es dort schon Frühling war. Also der Frühling früher eingezogen ist als erhofft und dann waren die Rennen oft ein bisschen schwierig. Also wenn es ein normales Rennen wird, glaube ich ja. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Kranjska-Gora und schauen jetzt noch mal ganz kurz zurück auf Saalbach. Da hat nämlich auch ein junger ÖSV-Athlet sein Können bewiesen, der Tiroler Raphael Haser. Der hat sich beim Super-G sensationell Rang 4 geholt. Wir haben ihn vergangenen Sommer bei ihm zu Hause besucht und wollen Ihnen den Tiroler nun vorstellen. Ich bin der Raphael Haser, komme aus Marach am Achensee. Bin da aufgewachsen, tue seit meiner frühesten Kindheit Skifahren, weil es einfach eine große Leidenschaft ist. Und ich habe das Gott sei Dank zu meinem Beruf machen dürfen. Und ich hoffe, dass ich das noch lang so weiter betreiben kann. Ich meine, es ist uns mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden, da mein Papa früher selber Rennen gefahren ist, meine Tante, mein Onkel, die waren alle im Skisport tätig. Mein Papa ist dann umgestiegen ins Trainerbusiness und hat uns eigentlich von Kind weg trainiert und uns das Skifahren beigebracht. Meine Mama ist Skilehrerin im Winter, da waren wir natürlich auch immer dabei den ganzen Winter im Skikurs und so hat das alles seinen Lauf genommen. Für mich die größten Erfolge waren sicher meine 3 Medaillen, was ich bei der Junioren-WM gemacht habe. 2 davon in Ore, im Super-G und in der Abfahrt. Und eine in Davos, in der Superkombination.
Letztes Jahr war sicher ein Highlight das Weltcup-Debüt in Hinterstoder, wo ich gleich in die Punkteränge gefahren bin. Und dann noch abschließend die Gesamtsieg bei der Super-G-Gesamtwertung im Europacup. Mein Vorbild war eigentlich immer Bodi Miller im Skisport. Hat leider schon aufgehört. Hab's nicht mehr geschafft, dass ich gegen einmal Rennen fahren darf. Und sonst allgemein das Vorbild ist eigentlich Kimi Räikkönen. Der Kimi Räikkönen ist deshalb ein Vorbild, weil er wirkt nach außen hin einfach sehr ruhig und er ist eigentlich nur auf das Rennfahren fokussiert, weil das ist, was ihm wirklich Spaß macht. Das Drumherum, das, ja, das muss halt auch sein, sagt er, aber warum er das alles macht, ist eigentlich, weil er das machen kann, was ihm Spaß macht, und das ist Autorennfahren. Was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. Ich sehe mich hoffentlich einmal ganz oben beim Skirennen, vielleicht auch einmal bei Weltmeisterschaft oder Olympiade eine Medaille zum Gewinnen. Das war natürlich ein großes Ziel. Ich meine, das ist das, wieso man das tut. Man will natürlich dann auch irgendwann einmal einen Erfolg haben, um einfach wieder mal was zurückzukriegen. Aber das Hauptziel ist einfach, glaube ich, den Spaß und der Freude an dem Ganzen haben, was man tut, weil es ist, darf man es eh nicht. Saalbach ist 2025 auch Austragungsort der alpinen Ski-WM. Und das ist vor allem auch für unsere Nachwuchs-ÖSV-Asser eine große Motivation. Einer davon ist Max Lahnsteiner, der in Saalbach am vergangenen Wochenende sein Weltcup-Debüt gefeiert hat. Er ist mit uns durch den WM-Ort 2025 spaziert. Ich bin Max Lahnsteiner, bin 24 Jahre alt und komme aus Ebensee, aus Oberösterreich, und feiere da in Saalbach mein Weltcup-Debüt. Es ist natürlich schon schwierig, dass man überhaupt da reinkommt in das Speed-Team. Es sind sehr, sehr viele starke Athleten da. Die Plätze sind begrenzt und deswegen muss man sich über den Europacup da qualifizieren und dann gut präsentieren. Saalbach hat natürlich eine riesen Tradition als WM-Ort. Da bin ich noch nicht geboren gewesen, aber ich kenne die Geschichten von 1991, von Rudi Nierlich auch, der was da gewonnen hat. Aber ja, es ist natürlich sensationell, dass da wieder die WM stattfinden kann. Ja. 2025, die Heim-WM. Wäre super, wenn ich da dabei sein kann. Und ich glaube, das ist was man sein Leben lang nicht vergisst. Und das wäre natürlich super. Max, wir kommen schon zum Ende von dieser Folge, okay. Steilhang. Aber bevor wir uns verabschieden, schauen wir noch ganz kurz aufs kommende Wochenende, wo die Technikherren in Kranzkagora fahren, das haben wir vorher schon kurz besprochen, und die Technikdamen in Aare. Holt Kathi Linsberger beim Slalom jetzt ihren ersten Weltcup-Sieg? Schon langsam träume ich nichts mehr sagen, du hast mir so viele Prognosen geben lassen. Wir werden das nächste Woche auswerten. Ich kann fast nur noch falsch liegen, aber ich sage nein. Nein? Ja, ich sage jetzt einfach mal nein. Ich weiß es nicht, ich würde sie natürlich total wünschen. Ich finde, sie ist eine super positive Person, hoffentlich. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich einfach vom Gefühl her nein sagen, aber ich würde sie wünschen. Wir würden sie wünschen, ja. Vor allem nach ihrem Auftritt bei der WM. Ganz, ganz, ganz sowieso. Viel Glück. Die Königin der Herzen, so wurde sie ja auch von der Kronenzeitung genannt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und freuen uns auch, wenn Sie beim nächsten Mal mit dabei sind bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Bis dahin, gesund bleiben und tschüss, Baba. Baba. Boom, 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 boom.